Also 89, da war ich 17. Da war ich vermutlich am Kotti. Doch, wie es immer so ist, am Kotti, genau. Und eigentlich haben wir das sehr spät mitbekommen, dass die Mauer gefallen ist. Erst dann so richtig, als die Leute da ihre 100 D-Mark abholen wollten, weil die ganzen Banken am Cottbusser Tor waren. Und wir haben uns dann gefragt, warum die da Schlange stehen. Und aber natürlich am Fernsehen und so, das hat man schon vorher mitbekommen. Wir haben uns immer aber gefragt, so, warum bei uns die Mauer nicht fällt. Genau, eigentlich war das super unspektakulär für uns. Wenn ich so nachhinein denke, war das ein sehr, ein sehr trauriger Moment. Traurig insofern, dass es so unspektakulär ist für uns. Also wir hatten damit gar nichts zu tun. Obwohl du an der Mauer geboren und aufgewachsen bist, hat diese Mauer mit dir nie zu tun gehabt. Das ist was Erstaunliches. Überhaupt, die Dresdner Straße war immer eine sehr spezielle Straße wegen diesem Hochhaus auch, diesem NKZ, weil bevor das da stand, waren da Baracken. Also es war sowieso alles ziemlich, die ganze Infrastruktur war ja kaputt. Ich bin ja in dieser kaputten Infrastruktur aufgewachsen. Und ich dachte, das wäre was Normales, also weil man dort geboren ist. Ich erinnere mich von anderen, die aus der Türkei kamen, die waren schockiert. Also sie waren so schockiert, dass Deutschland so aussieht. Ich weiß nicht, was für Fantasiebilder die hatten in ihren Köpfen, wenn sie in Deutschland ankommen, dass dann überall, weiß nicht, Becher voller Milch und Wein und Honig und fließt. Kurz erzählen, wie du den Mauerfall, den Tag der Ma des Mauerfalls erlebt hast, was du an dem Tag erlebt hast. Ja, wie gesagt, da war ich in der Schule und wir hörten, das kam eine Lehrerin, sagte, die Mauer ist gefallen. Und wir alle, ganze Schule ist ja Bernauer Straße, glaube ich, sind wir gelaufen. Ja, wie gesagt, Freude, wirklich Freude, wir sind dahin. Und wollen gerade durch an diese Tür, Tor, und da sagte mir die Konzentrationslager, also die Öfen gibt es immer noch. Sag ich, ja, Dankeschön. Erstmal Schock, ne? Aber dass ich sofort eine Antwort gegeben habe, wundere ich mich. Normalerweise bin ich schlucke erstmal, ne? Dann sage ich, ja, da kommst du auch mit. Das war's. Ne? Bin ich auch durch. Aber merkte ich, Vorsicht. Ne, so diese Signalkontrolle, sage ich, Vorsicht, es ist nicht alle so. Ne? Also alle sind nicht Freunde. Es gibt ja hier Nazis gewesen, sage ich. Ne? Das musst du aber aufpassen, nicht blauäugig hier aus Berlin rumlaufen. Ach, ist es schön. Früher konnte ich ja laufen, es passierte nichts. Aber sage ich, dann, als ich diesen Spruch gehört habe, konnte ich nicht mehr. Was denkst du über genau diese Erinnerungskultur zum Thema ja, Wiedervereinigung, Erfahrung der Migranten? Ja, als du mich angesprochen hast, habe ich bis dahin keinen Gedanken darüber gemacht. Wirklich nicht. Habe ich, als du dann sagst, mein Gott, das stimmt. Was hat mit uns Migranten alles gemacht? Darüber hat niemand nie was geschrieben. Es war ja nur Deutsch-Deutschen, aber wir haben auch gelebt hier. Darüber, ich fand es, als ihr diesem Projekt jetzt macht, finde ich gut. Das ist wirklich. Es gab ja nichts. Ich habe noch nie was darüber gehört. Finde ich echt jetzt sehr gut. Wir sind ja auch ein Teil von dem Wiedervereinigung von Deutschland. So, original Berliner Mauersteine. Wann hast du damit angefangen, die Mauersteine abzuklopfen? Na, daran kann ich mich nicht ganz erinnern. Da haben sie erstmal auf jeden Fall ein Stück in der Adelbergstraße rausgenommen und da ging es los. Noch von dem Eisen den Abdruck. Aber habt ihr das hauptsächlich gemacht, um als Erinnerung für euch oder auch um es zu verkaufen? Na, eigentlich zum Verkaufen.
weil die Touris, die standen voll, die kamen von überall her und wollten Geschichte mitnehmen. Wer kam auf die Idee von deinen Freunden? Wie viele wart ihr? Wie habt ihr das gemacht? Na, die älteren Leute, Bekannten haben gekloppt und da dachten wir, okay, das können wir auch. Hammer und Meißel genommen und erstmal hier in der Nähe, so am Kinderbauernhof, dann angefangen, Mauersteine rauszukloppen. Was hat man dafür bekommen für so ein Stück Mauer? Na, unterschiedlich, von 2 Mark, 5 Mark bis 50 und höher, denke ich mal, aber wir waren keine Geschäftsleute. Wir haben, für uns war schon 5 Mark schon sehr viel auf jeden Fall. Ist man immer als Gruppe unterwegs gewesen. Mehrere Leute, mehrere Kinder. Mhm. Und ja, später haben wir dann gesehen, so Proleten, die Nazi-Sprüche von sich gegeben haben, Friedrichstraße, einfach ohne Grund Leute angemacht und so. Bist du selber mal angemacht worden? Ja, wie gesagt, auch Friedrichstraße mit Freunden und so. Weil das gab es ja vorher in Kreuzberg irgendwie nicht. Und dann diesen Hass zu spüren, so einfach so ohne Grund, dachte man, okay, dem wurde was gemacht oder so, oder was entzogen. Mhm. Dass sie einfach ohne jemanden zu kennen, dann einfach auf ihn losgehen können, ohne Grund. Die Mauer war für mich in dem Kopf wirklich das erste Ausländer raus, 82, 83. Erste so mit dem riesigen Schriften an den Berliner Mauer Ausländer rausgeschrieben worden. Für mich, die Neuankömmlinge, war das nicht gewollt sein, Anfang an, mit dem Bild nicht. Alle Leute haben übersetzt, da musste mir an der Mauer immer diese Ausländer raus. Und die waren die damals Anhänger von dem Hertha BC. Sozusagen Hertha. Aha. Ja, also von der Fußballmannschaft, der Anhänger, haben diese Ausländer rausgeschrieben. Die erste Konfrontation, dann kam der Botan Kinder und so weiter. Aber das ist Berliner Mauer, für mich war eine Arbeitswelt. Müssen wir immer laufen und wirklich Ausländer raus übermalen. Da habe ich gesagt, im Kreuzberger Szene müssen wir irgendwie mit türkischer Name irgendwas machen, dass wir Jugendliche in die Szene reinziehen. Wie man mich Jugendlichen geredet haben, haben die immer gesagt, wir brauchen türkische Namen. Dann kam die Halkewe von Neukölln, da haben wir lange Diskussionen geführt, dann wenige Black Panther Gruppe und ähnliche Leute. Und haben wir Hans-Fritz Genschnick uns genannt. Wir haben 88 vor dem 20. April angefangen oder 87 angefangen mit Diskussionen, aber 88 dann offiziell mit dem Hans-Fritz Genschnick, sozusagen mit dem Awanak haben wir Hakenkreuz mit dem Baseballschläger kaputt machende Markenzeichen raus auf die Straße gegangen und offiziell ist der Gründung 20. April 88. Ich habe mich also in Kreuzberg immer wohler gefühlt. Also es gab damals sehr wenig Leute, die unfreundlich waren. Meistens die ältere Generation, die waren also super fabelhaft. Die haben uns also angenommen, als wir hier kamen, oder meine Geschwister, wie eigene Kinder. Nachdem Stopp war das also, die Feindlichkeit hat sich also in wahren Gesicht gezeigt. Wo warst du am Tag des Mauerfalls? Kannst du dich daran erinnern? Ja, genau. Wir haben gehört, also als ich ferngeguckt hatte, habe ich gesehen, aha, die Mauer fallen. Es waren also viele Leute da von Ostheil. Und dann natürlich hat das also erweckt, die westliche Bevölkerung auch.
Und ich war in Oberbaumbrücke. Wir wollten also rüberqueren. Haben die gesagt, die Österreicher haben gesagt, nein. Warum? Ja, ihr seid ja Ausländer. Die Deutschen dürfen Ausweis zeigen und dann rübergehen. Das war ein bisschen für mich, naja, bitterlich, sagen wir mal so. Ich lebe auch in West-Berlin. Ich habe auch meine Genehmigung hier. Ich durfte nicht rein. Nach 2 Tagen könnten wir dann rein. Ich sage ja immer, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Mauer ist über den Migranten zusammengebrochen. Natürlich auch den vielen Menschen in der DDR, weil die ja von der anderen Seite dachten, jetzt ist die Mauer weg, jetzt werden wir alle Villen in Mallorca haben. Alles mit der Arbeitslosigkeit, schlechte Renten und so weiter. Aber bei den Migrantischen hat sich das, glaube ich, mehr ausgewirkt. Und die migrantischen Menschen, sogenannte Gastarbeiterinnen und Arbeiter, haben ja in sehr einfachen Montagebereichen und so gearbeitet. Das ist natürlich von heute auf morgen letztlich weggefallen. Und da das ja unqualifizierte Arbeitskräfte waren, hatten sie auch kaum Chancen, jetzt was irgendwas zu finden. Das war auch die Zeit, wo ich beim DGB in der Ausländerberatung angefangen hatte. Einige Gewerkschaften hatten dann mit den Betrieben Vereinbarungen, dass wenn sie, was sie viele gemacht haben, die Industrie nach Ostdeutschland verlagert haben, dass sie den Arbeitskräften in Westberlin erstmal Vorrang geben, wenn sie dort weiterarbeiten wollen. Natürlich zu ostdeutschen Löhnen. Aber mittlerweile war nicht nur Hoyerswerda und Rostock auch also viel über Rassismus, Gewalt, Tote und so weiter bekannt, dass sehr viele sich nicht getraut haben. Dann kamen sie in die Beratung, was soll ich machen? Ich habe gesagt, ich kann dir jetzt nicht raten, was du machen sollst. Natürlich passiert nicht jede Minute irgendwo ein Mord, aber es gibt eine hohe Gefahr und eine Unsicherheit. Und ich weiß von vielen, dass sie dann wissen, dass sie jetzt bis zu ihrer Rente arbeitslos bleiben werden, einfach sich entschieden haben, doch in Berlin zu bleiben.